es dazu kommt, dass der so viele Illusionen erstellt, dass wir nicht mehr wissen, wer der echte Hund ist, knallen wir den schon ab und töten ihn einfach. Und das Ganze stelle ich mir ungefähr so vor, wir sprinten hin. Und so schnell geht das. Melde dich bei mir für weitere Anweisungen. So, anstatt eines Medipackings zu nehmen, nehme ich dann natürlich das Artefakt. Lass die Wunde da jetzt ausbluten. Ist absolut kein Problem. Ist natürlich auch sinnvoll, sowas so zu machen. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, was vielleicht verbesserungsfähig wäre, ist gleich von Anfang an in der Dunkelheit, falls man die Mission in der, eben am Abend macht, die Lampe eben einzuschalten, damit man den Hund dann noch besser sieht. Ja, ist aber so gesehen, wenn man es halt richtig angeht, keine große Sache. Kann man ohne weiteres machen. Nur halt eben, man muss es halt wissen, ne? Wie es geht. Weil wenn man sich da zu viel Zeit lässt, der tut dann 50.000 Abbildungen von sich erstellen und ja. So, na gut, ich benutze den einen Verband. Habe hier auch 20 noch im Inventar liegen, ist kein Problem also. Und da laufe ich jetzt einfach mal zurück zu dem Herrn Kommandanten. Lampe kann ich jetzt eigentlich hier aufgedreht lassen, da ich mich eigentlich nicht fürchte vor irgendwelchen Feindbegegnungen. Kenne eigentlich das Gebiet auch hier super gut. Und ja, das also die Freiheitsbanditen, wie gesagt, zum 50.000. Mal, das ist halt meine Lieblingsfraktion, denen schließe ich mich eigentlich in der Regel fast immer an. Das sind einfach die coolsten. Ist das? Na, wie sieht's? Hier gibt es zu viele Penner. Hol eine Munition von Ashot, also das ist der Händler. Der wird mir kaum was geben, aber naja. Hallo, mein Freund. Was? Hand. So, das heißt, das können wir verkaufen. Und ansonsten, glaube ich, habe ich da nichts wirklich, was sich so verkaufen lässt. Jo. Freiheitssturmanzug. Ja, wie gesagt, ist recht gut, gehört natürlich nicht zu den Besten, da die Wächter meiner Meinung nach die besten Rüstungen haben. Obwohl sogar die Rüstung, die wir uns dann kaufen, noch besser ist, aber, ja, meiner Meinung nach halt, aber, ja, das werden wir dann schon später sehen. So, wir reden ihn ein bisschen. Erhalten Geld von ihm, da die Energy Drinks, die überschüssigen, können wir verkaufen. Die ganzen Nahrungsmittel, das brauchen wir alles nicht, ist nur alles unnötiger Ballast. Und 1355 Rubel. Also es erstaunt mich immer wieder, wie viel Geld man dafür bekommt, für so den Scheiß, aber... Okay, ja, hab doch jetzt die sekundäre Mission bekommen, bezüglich der Banditen. Und jetzt sollte eben, das hier nicht mehr verstrahlt sein und die, wie heißen sie, die Blutsauger sind jetzt einfach weg. Das heißt, ja, ich werde jetzt einfach da mal die Mission noch machen. Die haben da jetzt ehrlich gesagt, noch überhaupt keine Chance. Und wenn ich da jetzt endlich mal treffen würde. Ach, Alter, komm, das gibt's doch nicht. So, das kann ich mir gleich ein Dingens reinhauen. Granate, okay, da gehe ich schnell weg. Ja, na dann werden. Dann würde ich sagen, nach den Regeln der Kunst flankieren wir mal die Herren. Der Trottel schaut natürlich noch immer dorthin. Wir müssen halt aufpassen bei die Büsche, wenn wir da in der Nähe der Büsche gehen. Oder die durchstreifen, dann macht das Lärm. Darauf sollten wir halt achten. Söldner, hier spricht Chekhov. Der Außenposten wurde angegriffen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand überlebt hat, aber einer der PDAs ist immer noch aktiv.
könnte hilfreiche Informationen enthalten. Finde ihn und bring ihn zu mir. Ja, und jetzt haben wir jetzt auch noch dazu das Pech, dass wir da nicht rankommen. Ach, scheiße, wirklich, Leute, das gibt's doch nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ich mache einfach keinen Damage damit. Ob das jetzt verbuggt ist, ich weiß es nicht. Ob es einfach wegen dem Meisterschwierigkeitsgrad ist. Naja, was soll's. Es ist jetzt immer so ein blödes Hin- und Hergeräne. Was mir auch da nicht so ganz gut gefällt. Aber es ist halt wieder um die Schwierigkeit, ne? Die Waffe ist ja auch nicht upgraded. Daher sollte ich mir eigentlich auch nicht zu viel erwarten. Tot. Aha. Sind die jetzt nach hinten gelaufen? Ich sehe, bevor ich da reingehe. Ja, jetzt muss ich halt aufpassen, ne? So, sehr schön. Jo, ich rate euch da jetzt nicht in den ersten Stock rauf zu gehen. Weil dort liegt halt irgendwas liegt dort herum, ein kleines Versteck oder so. Aber dort kommt dann ein Blutsauger und wenn dieser Blutsauger kommt, dann haben wir ein kleines Problem. Weil dann müssen wir... der hat jetzt eigentlich hier eine Schrottflinte gedroppt. Ja, das Problem ist einfach mit Blutsaugern auf engstem Raum zu kämpfen, ist natürlich nicht das Schönste. Macht natürlich auch wenig Sinn. So, wir holen uns jetzt die ganzen Sachen. Hauen uns jetzt doch das... Ich habe halt nicht viel Schrottflinten haben, oder? So, wir quicksaven einfach und probieren es einfach so, wie Männer. So, jetzt gehe ich da um die Ecke und dann kommt ein Blutsauger. Oder muss ich das jetzt aktivieren? Boah, ich mag das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Den Gedanken, wenn ich da jetzt weiß, dass da jetzt eines von den Biestern kommen wird. Aber naja. Nee, anscheinend muss ich das doch zuerst aktivieren. Sonst, ja genau, sonst wird da die Skriptsequenz gar nicht gestartet. Ja, brauche ich da jetzt aber ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Denn ich bin nicht wirklich lebensmüde. Ich wollte es euch halt nur einmal zeigen, aber ja, egal. Wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. So, ich werde hier dann nochmal rauf gehen. Wenn das klappt. Oder auch nicht. So, schauen wir mal, ob hier oben vielleicht irgendwas ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ne, ist anscheinend wirklich nichts. Okay, dann runter und weiter Hauptmission pushen. So, was müssen wir machen? Genau, wir müssen dieses Lager untersuchen, das überfallen worden ist. Ist nichts Spektakuläres. Wir laufen einfach mal hin. Ja, und ich hau jetzt einfach den Übergang rein, das ist mir etwas zu blöd. So, da sind wir auch schon angekommen. Wir sind hier. So, heben natürlich die Waffen auf von den Verstorbenen. Können wir später verkaufen, natürlich. So, PDA nehmen wir auch auf. Wir sind hier eigentlich schon fast überladen. Was war denn das für eine Scheiße? Was für ein Vollidiot dieser Kommandant. Der ganze Blödsinn, den er uns erzählt hat. Von wegen auf dem Außenposten gäbe es keine Munition mehr. Diese Freiheitslutscher haben zwei von uns verwundet. Genug gequatscht. Lass uns unsere Spuren verwischen und hier verschwinden. Übrigens, wenn ihr jetzt gut zuhört,
Die Musik im Hintergrund ist übrigens meine Lieblingsmusik, so ganz nebenbei gesagt, aber die habe ich halt bei meinem Intro zu diesem Let's Play eingefügt und wiederum eine der Sachen, wieso ich dieses Gebiet einfach nur so überaus liebe. Einfach nur voll cool, interessante Musik. Ich werde da jetzt einfach mal die Musik etwas lauter machen. Das machen wir so. Und mich da jetzt einfach mal hinbegeben. Die mache ich dann natürlich später auch leiser. Ja, die Aufnahme wurde nicht unterbrochen, kein Problem. Ich hoffe, es geht jetzt natürlich noch weiter, ne? Weil irgendwie schaut es gerade aus, als es... Ja. Und ich halte jetzt ein... Wow, ich hatte gerade jetzt einen Lag. Ich halte jetzt einfach meine Klappe und renne einfach zur Basis hin, damit ihr die Musik hören könnt. Naja, okay. Das war jetzt doch ein bisschen kurz, aber naja, was soll's. So, Sound machen wir natürlich wieder etwas leiser. Damit man mich hoffentlich besser hört. Weil das ist halt immer so eine Sache mit den Let's Plays, man muss herausfinden erst einmal, wie leise man das Spiel tatsächlich stellen muss, damit man sich selber hört, ja. Ist halt immer so eine Sache. Aber jo, was soll's. So, das bringen wir natürlich zurück, wir sind total überladen. Und es laggt und es laggt und es laggt und ich weiß leider nicht wieso. So, die Waffen können wir natürlich entladen, kriegen da Munition dafür. Sogar recht viel im Prinzip, muss ich sagen. Wow. Also das hat sich mal gelohnt. So. Komm schon. Wenn du mal einen haben willst, bin immer hier. So, verkaufen wir und wie sind die mir gesinnt? Und ein Stalker zu sein heißt, frei zu sein. Aha, nein, ich kriege nicht einmal eine Rufpunkte für die. Das heißt, ja, ich kann die jetzt eigentlich gleich verkaufen gehen, die Waffen. Du was? Hey, mein Freund, suchst gut. Handel ist Wandel. So, die Dinger können wir verkaufen. Ihr könnt es mir glauben, diese Waffe ist wirklich nicht gut. Also, hat zwar einen integrierten, ein integriertes Zielfernrohr, aber, nee, also...